Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video heute an diesem wunderschönen sonnigen Tag. Die Sonne knallt hier gerade mega rein und es blendet die ganze Zeit. Ich soll meine Brille ausziehen, sonst reflektiert das noch mehr. Oh, oh Gott. Heute ist so ein Tag, da fühle ich mich einfach nur mega matschig. Und wenn ich in den Spiegel sehe und meine Haarfarbe sehe, macht es das nicht besser. Deswegen habe ich mir gedacht, ich töne jetzt einfach. Denn wie man sieht, ja, meine Haare sind irgendwie so ein bisschen ausgelutscht und nicht mehr ganz so hübsch. Mittlerweile haben die auch so ziemlich alle Farben, die es irgendwie geben kann, glaube ich. Also hier ist so ein bisschen gelb, pink, leicht rot sind sie auch noch, werden dann lila und hier unten sind sie dann so grün-grau. Da habe ich jetzt echt keine Lust mehr drauf, deswegen nehme ich das jetzt mal in die Hand. Ich habe mir echt lange überlegt, was ich mit meinen Haaren anstelle, weil ich ja so ziemlich alles schon hatte. Und irgendwann gehen einem einfach so die Ideen aus. Dann überlegt man, denkt sich, oh, das hatte ich schon, oh, das hatte ich auch erst, oh, das hatte ich auch erst. Mache ich heute mal was, was ich auf jeden Fall schon länger nicht mehr hatte. Ich möchte mal ein etwas dunkleres Grün. Deswegen werde ich heute mal ein paar verschiedene Produkte miteinander mischen. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich mache jetzt mal etwas mehr Farbe, weil ich später noch Extensions eintönen muss, die aber jetzt gerade noch nicht da sind. Ich hätte eigentlich ganz gerne Apple Green, das habe ich aber gerade nicht da, deswegen nehme ich jetzt einfach mal Alpine Green. Das sind hier alles noch die alten Töpfchen, wie ich gerade sehe. Unglaublich, wie viel ich davon noch habe. Das ist so ein Türkis, was eher so in die Grünrichtung geht, jetzt im Vergleich zu dem Türkis von der Regions. Ja, das ist mir eigentlich immer noch ein bisschen zu blau. Deswegen geben wir da gleich mal ein bisschen was zu. Als nächstes gebe ich Kurkuma hinzu. Nein, das ist die falsche Seite. Die ist jetzt noch halb voll, die Dose. Ich gebe einfach mal alles rein. Und weil ich möchte, warum rühre ich eigentlich die ganze Zeit mit dem Schaber? So, das war die Farbe vorher und das ist die Farbe jetzt. Also man sieht, ne, deutlich grünlicher. Dann gebe ich als nächstes Black Color Refresh dazu. Dann wird das dunkler und ich nehme an, auch so ein bisschen rauchiger, gräulicher wahrscheinlich. Die Flasche war jetzt schon fast leer, also ich habe da jetzt nur so, ich würde sagen, 3 Esslöffel werden es ungefähr gewesen sein, Farbe rausgeholt. Habe da jetzt ein bisschen Wasser reingetan, geschüttelt, kräftig. Jetzt hole ich den Rest da raus. Dann rühren wir mal um. Um so ein dunkles Grün hinzubekommen, hätte ich jetzt statt Alpine Green und Kurkuma auch einfach ein dunkleres Blau nehmen können. Zum Beispiel Midnight Blue, was ja sehr dunkel ist schon. Und das mit Kurkuma mischen. Aber
Das möchte ich eigentlich nicht so gerne bei Midnight Blue. Also eine Farbe ist hier extrem abfärbt. Da hat man dann immer, wenn man über die, also man hat erstmal eine total blaue Kopfhaut. Wenn man über die Kopfhaut kratzt, hat man alles an den Fingernägeln. Und obwohl Black Color Refresh ja auch dunkel ist, habe ich das damit nicht. Und deswegen ziehe ich das jetzt einfach gerade vor. Aber man könnte es theoretisch auch mit Midnight Blue machen. Dann gucken wir uns jetzt mal an, wie die Farbe aussieht. Jo, das ist ein richtig tolles Dunkelgrün. Das sieht man jetzt gar nicht mehr so gut. So. Das Ganze trage ich dann wie immer an meinem Ansatz zuerst großzügig auf. Und wenn ich es überall im Ansatz verteilt habe, ziehe ich es dann in die Längen. Massiere das so ein bisschen in die Längen und Spitzen ein. Lass es dann gut, ja, eine Stunde auf jeden Fall einwirken. Gerne auch mal ein bisschen länger. Ich putze dann immer nebenbei oder mache was am PC oder so. Also 1-2 Stunden vielleicht. Und dann spüle ich es mit lauwarmem Wasser ab. Da war natürlich das Problem, dass diese Kurkuma-Krümmel im Haar verbleiben. Also man muss die sehr gut ausspülen. Gegebenenfalls, wenn die Haare dann trocken sind, nochmal gut durchkämmen, um diese, ja, Reste loszuwerden. Das krümmelt sonst die ganze Zeit. Und ja, dann sieht das Ganze so aus. Also hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Auf den ersten Blick sieht das so ein bisschen aus wie Apple Green. Also es ist ein relativ neutrales Grün geworden. Da ist nichts mehr vom Blau drin. Es ist auch nicht türkis, es ist einfach grün. Allerdings ist es wesentlich dunkler als Apple Green, wenn man bedenkt, dass meine Haare vorher ja recht hell waren. Also so würde das vielleicht aussehen, wenn man auf nicht ganz weißblonde Haare Apple Green mischt. Das war bei mir aber nicht der Fall. Deswegen ist es so dunkel geworden, einfach durch das Black Color Refresh. Und was man hier jetzt vielleicht nicht so gut sieht, ich weiß es nicht, ist in der Kamera immer ein bisschen schwierig, dass es auf jeden Fall ein dunkles Grün ist mit so einem schmutzigen Touch. Einfach dadurch, dass eben dieses Schwarz dazu gemischt wurde. Es hat so ein gräulich schmutzigen Touch, nicht ganz so farbintensiv wie sonst ist es, also eher so ein bisschen dunkler, ein bisschen schmutziger, ein bisschen mystischer, darker, finde ich ganz schön. Nee, hat auf jeden Fall was. Also wenn ich jetzt Apple Green pur verwendet hätte, dann wäre es auf jeden Fall nicht so geworden. Also eine ganz gute Variante mit dem Kurkuma, falls man ganz viel Blau zu Hause hat, aber lieber ein Grün, weil ich war jetzt einfach, ich habe es nicht eingesehen, dass ich mir jetzt einfach grün kaufen soll, wenn ich so viel Blau zu Hause habe. Also geht auch, wie man sieht, kann man super gut machen. Allerdings, was mir ein bisschen aufgefallen ist, das merke ich jetzt auch gerade so ein bisschen wieder, Kurkuma finde ich recht austrocknend. Also ich habe jetzt hier so das Problem, gerade in dem Bereich, im hinteren Bereich hier, dass ich so ein bisschen mit leicht juckender Kopfhaut jetzt zu kämpfen habe. Also ich habe das Gefühl, meine Kopfhaut ist ein bisschen ausgetrocknet und auch meine Haare. Was gut ist, die sind sehr, sehr griffig, obwohl ich eine Pflege noch hinterher drauf gemacht habe. Aber sie sind so ein bisschen, ja, ausgetrocknet, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, Kurkuma trocknet so ein bisschen aus. Also man sollte danach auf jeden Fall eine Pflege machen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, für Leute, die eine sehr trockene Kopfhaut haben, ist das auch nicht so geeignet. Man könnte das ausprobieren vielleicht hinterher mit einer sehr intensiven Pflege dann. Ob das dann wirklich viel bringt, müsste man schauen. Für Leute, die eine schnellfittende Kopfhaut haben, da ist es egal. Man sollte das auf jeden Fall berücksichtigen, weil die Haare sonst ein bisschen, ja, stumpf werden. Also man muss auf jeden Fall eine Pflege machen. Die sind dann relativ griffig. Aber ich habe jetzt halt auch echt so ein bisschen das Problem mit leicht juckender Kopfhaut. Dadurch, dass es halt eben sehr stark austrocknet. Ich habe halt nur eine leichte Pflege gemacht. Ich nehme halt nie so eine starke Pflege für die Kopfhaut, weil ich ja eigentlich eher eine normale Kopfhaut habe. Also ich habe weder eine trockene noch eine schnell fettende Kopfhaut, also eher so eine normale. Und deswegen halt nie diese reichhaltigen Pflegen für die Kopfhaut, nur für die Haare. Aber ich packe sie nicht auf die Kopfhaut, weil das sonst einfach viel schneller nachfetten würde. Und ja, deshalb habe ich das nicht gemacht. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ich mache es bei der nächsten Haarwäsche mal oder vielleicht mache ich das mit Kokosöl. Das Problem ist, jetzt im Nachhinein ist es blöd, weil das natürlich dann auch jedes Mal wieder die Farbe rauszieht. Deswegen, ja, so ein kleiner Nachteil ist es schon. Im Großen und Ganzen bin ich jedenfalls zufrieden. Hat super gut geklappt, ist eine schöne Farbe geworden. Und ja, wie gefällt euch das denn? Wäre das auch was für euch mit dem Kurkuma? Habt ihr da auch mal Erfahrungen gemacht? Ist das bei euch auch so mit der Kopfhaut? Also das ist so ein bisschen schade, dass es austrocknend wirkt. Ich sehe gerade, meine ganzen Nägel sind grün. Ich glaube, da waren die Handschuhe nicht ganz dicht. Oder es ist, weil ich die ganze Zeit über meine Kopfhaut kratze. Übrigens sind meine Naturansätze, die ja nicht blondiert sind, auch so leicht grün geworden. Und meine Kopfhaut ist ganz minimal grün. Ich glaube, das kommt eher dadurch, dass ich da immer so drüber kratze jetzt. Ja, deswegen habe ich grüne Nägel. Aber es färbt nicht so stark ab. Also es geht auf jeden Fall
kann man machen. Dann war es das eigentlich schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen. Lasst Feedback da und dann bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.